Okay, das schaut schon sehr geil aus. Wenn man was sieht. Boah, was ist denn hier drin? Hallo? Willst du nicht rausgehen? Achso, ich bin bei dem Ding im Weg gewesen. Oh, ich hasse mich jetzt schon, dass ich jetzt da rein bin. Und nicht erst oben das Ding aktiviert habe. Sehr warmer Ort. Oh, okay. Was ist das für ein Name? Was ist das, Alter? Ist das ein Ei? Nee, das ist ein Herz. Achso, wir sind in dem Viech drin, glaube ich, ne? Was unverreckt ist. Oh. Oh, Fontänenschmettis. Ich meine, macht zwar keinen Unterschied, aber hä? Hey. Geht's da irgendwo hin? Nee. Hey, da ist ein Melusin. Hi. Ah, Fremde, willkommen, aber ich habe gerade kleine Blumen, die ich euch schenken könnte. Was will ich mit Blumen? Blumen schenken? Das ist wirklich nicht nötig. Also gut, dann kann ich euch nur alle herzlich in Merusia begrüßen. Willkommen. Danke, Kosanziana. Die hat sich nicht mehr vorgestellt, wie war das ihr Name? Ich bin sehr freundlich, wenn ihr also irgendwelche Fragen habt, dann werde ich sie euch gern beantworten. Oh, sehr gut, könntest du uns Merusea ein wenig vorstellen? Du da halt. Was ob ich ihr Name jetzt nicht mehr ausspreche. Merusea ist die Heimat von vielen Melusinen. Hier sieht man das noch nicht, aber wenn ihr etwa weiter vorgeht, werdet ihr es schon bemerken. Wir Melusinen, und wenn ihr auch sehr gute Menschen seid, dann werden wir euch willkommen heißen. Es wäre mir nicht richtig zu sagen, dass ich niemals etwas Schlechtes getan hätte. Ich bin ein guter Mensch. Und Paimon auch. Paimon ist ein Paimon. Dann ist gut. Wollt ihr gerade noch sagen? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich erinnere mich noch daran, was der letzte Satz lautet. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in Merusea. Danke. Lassen wir mal einen Moment, wie ich das jetzt aus Versehen gefunden habe. Auf bald. Ich hoffe, dass ich Blumen für euch haben werde, wenn ihr das nächste Mal vorbeikommt. Cool. Warum wohnt ihr eigentlich in dem Monster? Ah, das schaut schon märchenhaft aus. Sehr geil gemacht. Mit dem Lichtschauspiel und alles. Halt, warte, das Ding ist da. Kann ich hier in solchen Stellen eigentlich auch tauchen einfach? Oh ja. Routine, Sedile. So viele sind hier überhaupt nicht. Chiara. Sind die Melusinen eigentlich alle weiblich oder wirkt es bloß so? Sluasi. Die schauen für mich irgendwie alle weiblich aus, egal ob sie männlich sind. Serene. Oh, die schaut cool aus mit den komischen Mustern da. Ja, mit den Kleeblattmustern. Fangen können wir die nicht, oder? Und mitnehmen. Oder in die Kanne stellen. Was für ein Interview. Du scheinst von außerhalb des Dorfes zu kommen. Darf ich dich kurz stören? Kann ich dich für ein Interview überzeugen? Hier gibt's auch Journalisten. Hey, Journalisten, du meinst wohl mich? Anscheinend ist meine Ausstrahlung ähnlich wie die einer echten Journalistin.
Aber ein echter Journalist bin ich noch nicht. Ich bin noch dabei zu lernen, wie man eine wird. Wie die Journalisten die Berichte beim Dampfvogel veröffentlichen. Ah, nun auch Melusin-Zeitung? Ich arbeite gerade an einer. Ich schreibe die täglichen Geschehnisse auf und male Bilder dazu. Seltsam, eigentlich führe ich das Interview mit dir, aber du bist derjenige, der die Fragen stellt. Egal, solange das Material berichtigenswert ist. Hauptjournalistin von Merusia wurde von einem Reisenden von außerhalb zum Thema Reportagen befragt. Der Reisende hat große Hoffnung für die Zukunft des Journalismus der Melusin. Das ist die Schlagzeile. Okay. Leider nicht, sonst wäre meine Kanne voll mit denen. Kommt aufs Kartenlimit wieder an. Wenn sie es auch denken, schaut euch mal den Fremden an, der Trottel kleiner wird auf alles hoch. Warte mal, da hinten sind wir gekommen, ne? Dann geht's da hinten weiter. Das Dorf ist ja größer. Lars, guten Abend. Huh. Wer ist das? Stasi-Hund. Das ist der Stasi-Wuff, Alter. 2.0. Hier, ich hätte einen Hund für Sie. Der hat eine Kamera auf dem Kopf. Nein, nein, nein. Das ist überhaupt keine Kamera. Alter, Chino soll Speerkämpfer sein? Macht das überhaupt Sinn bei jemandem, der Knife heißt? Take it easy. Irgendjemand hat eine Ruine voll geklippert. Alter, was ist das da hinten? Coronavirus. Jetzt in echt. Lauf Sky, guten Abend. Was hast du bis jetzt verpasst? Ich weiß erst einmal tauchen, nachdem es jetzt 2 Wochen raus ist. Alter Scheiße, was ist hier los? Prisma im Inneren Elinas. Wer zur Hölle ist denn Elina, Alter? Wieder lassen sich im Inneren Elinas diese mysteriösen tiefroten Kristalle finden. Okay, das ist das Viech oben. Einwirken externer Kräfte lässt sich einen Energiestrom in die entsprechende Richtung freisetzen, der dann die Steinstruktur zerlegt. Okay, passt. Also einfach so. Andersrum? Hä? Huh? Was ist das? Eine Schachfigur? Wassererkennungskristall. Wie viel LP hat deine Lella? 32.000. Genshin hat sogar Corona. Warte mal, ist der dafür da, um das zu zerstören? Oh, der leuchtet auch nicht. Jetzt leuchtet das andere. Okay, man muss auch nicht genau treffen. Was ist jetzt das schon wieder? Im Land wie Fontänen, dem Hydroelement allgegenwärtig, ist es nur natürlich, dass etwas so Wunderbares wie ein Hydrogranum vorkommt. 3 Hydrogranum und Hydroka zu bilden, mit Hydroelement zu versorgen. Was?
Ach so. Okay. Ich sollte nicht wieder kreuz und quer durchlaufen. Am Ende weiß ich wieder nicht, was ich gemacht habe. Was nicht. Scheiße, geht's ja nochmal weiter. Fuck, da ist voll die Strömung. Ah, Attacke! Okay, dann halt nicht. Findest du Fontänen? Ich find's sehr schön. Ja. Nicht wegrutschen. Wow. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Sind ja. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich will auf den Turm. Oh, das ist eine Kiste. A chest full of valuables. Aber mehr ist da auch nicht, oder? And a trove of potential clues. Ich hab keine Ahnung, was das war. Das ist das Segel vom Schiff? Kann ich da eigentlich innen? Ich glaube nicht. Ne, ist unten zu. Geht's denn wieder zu dem Wasser? Ich glaube schon, ne? Ja. Oh ja, es ist nichts aufgedeckt, ne? Egal, gehen wir mal zum Melusindorf zurück. Oh, das sind lauter so Dinge. Ist das Corona größer geworden, was ich besiegt habe? Let me help you pack this up. Was sind die da? Die bringen noch gar nichts. Oder ist das für später? Nee, das sind andere. Stimmt, ich bin gleich von oben reingeflogen. Außerweltlicher Lebenskern, was? Warum außerweltlich?
Da fällt mir ein, wollte ich nicht eigentlich oben die andere Quest weitermachen? Irgendwie bin ich jetzt hier gelandet. Ich wüsste auch, glaube ich, nicht, ob ich wieder hochkomme. Ja gut, dann mache ich euch halt. Nur damit die blöden Schleimis glücklich sind. Lernen der Ordnung. Hä? Ich glaube, ich bin wieder reingelaufen, kann das sein? Scheiße. Na gut. Dann gehen wir wieder da hoch. Dann da war's, oder? Ja. Wie sich immer diese Schleime in den Vordergrund drängen. Ja, die wollen ständig eins aufs Maul haben. Ich will der Erste sein. Hau mich. Ich glaube, unter Wasser geht's, ist man so schneller. Ja, wie kann man denn den Sprung machen eigentlich? Gibt es da nicht einen Sprung, was man machen kann? Nur Fontaine-Charaktere können springen. Wow. Heißt es dann, es gibt noch keinen Charakter, der springen kann? Und unser Traveler kann auch springen. Ah, okay. Ich guck mir jetzt gerade vor wie so ein Landei oder so. Mit der Musik. So abends am Balkon hocken, irgendwo in einem Farmhaus. Fortines Alpen? Fontaine? Fontaine ist eher eine Mischung aus Frankreich und... Frankreich und... England. Die Musik. Nee, das hat eher einen französischen Touch mit der Musik. Teilweise ein bisschen so jazzmäßig. Das würde ich jetzt behaupten. Ich habe ja schon 8 von den Dingern. Oh, ich brauche 20. Okay, passt schon. Hat sich erledigt. Greifst du gerade eine Melusine an, Alter, ihr kleinen Schweine? Warum zur Hölle sind auch so mehrere welche hier? Hey, du machst du immer noch nicht den Mund auf? Geil, es gab sowieso nichts mehr zu besprechen. Nehmen wir einfach das Zeug und verschwinden. Hey, kleines Ding, mach nicht dieses Gesicht. Warum haben wir damals so einen Auftrag angenommen? Hey, Kakuabad, steh nicht so blöd rum. Wirf ihnen einfach die Mora zu, die der Boss uns gegeben hat. Nimm das Gemälde und lass uns gehen. Müssen wir das wirklich? Er weiß doch gar nicht, was wir so weit draußen machen. Warum nehmen wir nicht einfach die Mora an uns und... Heißt es doch gleich, ah, im Geschäft sind Beziehungen wichtiger als Mora. Hey, was macht ihr denn da? Was, woher seid ihr denn plötzlich aufgetaucht? Sieht so aus, als würdet ihr sie sehr belästigen. Belästigen? Wir sind nur hier, um ein paar Gemälde zu kaufen. Ihr wollt Gemälde kaufen? Welche Art von Gemälde? Wie viel wollt ihr bezahlen?
Eine 500.000 Mörder, 550.000 oder 600.000? Ihr habt nicht mal genaue Zahlen? Naja, das ist nicht unsere Schuld. Dieses Melusin will einfach nicht ihren Mund aufmachen. Wenn sie nicht mit euch reden will, dann will sie auch nicht einfach nichts verkaufen. Ihr seid nicht nur wegen der Gemälde hier richtig, wollt ihr ihre Sachen rauben? Was meinst du mit rauben? Es ist ganz offensichtlich ein fairer Handel und sie wird nur davon profitieren. Und übrigens, was hat das mit euch beiden zu tun? Schluss mit dem Stoß. Paimon hat gerade wieder Typ, der sagt, er wollte alle Mörder. Ich hab doch gesagt, du sollst vorsichtig mit deinen Worten sein. Das spielt doch keine Rolle, oder? Haben wir unsere Aufträge bisher nicht immer auf diese Weise gelöst? Kannst du denn einfach die Klappe halten? Wir haben einfach keine Zeit, unwissend mit die Sache hineinzuziehen, schließlich. Wo schaust du hin? Nichts, haut ab und hört auf, euch in unser legitimes Geschäft einzumischen. Andernfalls müssen wir das Problem auf unhöfliche Weise lösen. Das würde ich gern sehen. Es reicht, das ist Fontaine. Genau, ihr wisst sicher auch, was passiert, wenn man in Fontaine gegen das Gesetz verstößt. Sprecht nicht in diesen Ton mit mir. Was passiert, wenn man in Fontaine gegen das Gesetz verstößt? Von wegen, für wen haltet ihr euch? Vollstrecker des Gesetzes? Noch einmal, haltet euch da raus, das ist die Sache zwischen uns und der Kleinen. Es scheint, dass ich jetzt unsere wahre Identität preisgeben muss. Welche Identität? Wir sind eigentlich die Vollstrecker des Gesetzes. Oh ja, das ist richtig, ich habe da ein gutes Auge. Nicht wahr? Warte, Boss, was sollen wir tun? Worüber machst du dir denn Sorgen? Wenn sie Gesetzesvollstrecker sind, dann bin ich die Zarin von Snesnaya. Bist du wirklich so leichtgläubig? Sehen die Leute aus, die Mais Hogard hier in den Arsch? Was? Wieso? Ganz genau, das meine ich. Im Ernst, was soll dieser lächerliche Name? Das sind doch nur Gesetzeshüter. Also können sie sich auch so nicht auch so nennen? Immer glaubt ihr etwa, wir hätten noch nie Leute aus der Mais Hogard in den Arsch gesehen? Ihr tragt nicht einmal die Uniform und wagt es, so etwas zu sagen? Das ist die Uniform der Maison du Mutel. Wir sind Gendarmen in Zivil. Regiments der 30. Was? Maison du Mutel? Maison du Mutel? Alter, ich kann die Dinger nicht. Moment mal, was in aller Welt ist das? Wer nennt sich überhaupt so? Wenn man bedenkt, dass Fremde heutzutage nicht einmal die Uniform der Maison du Mutel nennen. Das ist ein komischer Name. Macht ihr nur Witze? Alter, was ist hier los? Alter, es geht ja ewig. Ich würde schnell vorsichtig sein. Zumindest scheint das Selbstvertrauen dieser Person nicht vorgetäuscht zu sein. Glaubst du wirklich, dass jemand, der uns austricksen will, einen so offensichtlich unsinnigen Namen verwenden würde? Auch wenn du das sagst, glaube ich nicht, dass die echte Bezeichnung an einer Abteilung in Fontaine ist. Würde in einer Abteilung so, wie könnt ihr es wagen, unseren Namen als unsinnig zu bezeichnen? Paimon wird das nicht so einfach hinnehmen. Sind sowas informiert diese ignoranten Fremden über die glorreiche Geschichte unserer Organisation? Oh nein! Ein Held der Nacht, der Fontaine-Verteidiger. Damals ein schrecklicher Ungeheuer, diese Meere Fontainesheim. In der Vergangenheit gab es in den Bergen einen bösen Chi. Wie auch immer, unser Gründer kämpfte gegen dieses Ungeheuer wie ein Lumitiol, Tuel, Toir, keine Ahnung. Mehr aufs Neue erhält und deshalb nennen wir uns zu Ehren diese Marcion Lumitiol. Ich habe immer gar keine Ahnung, wie man das ausspricht, Alter. Wir wagen unseren Namen komisch zu nennen. Es tut uns sehr leid. Hey, warum entschuldigst du dich bei ihm? Boss, wenn du etwas genauer hinsiehst, passen seine Umhang und ihre Kleidung nicht nur zusammen, sondern sind sogar ziemlich einzigartig. Ihre Kleidung hat einfach zufällig die gleiche Farbe. Glaubst du, dass ein paar Kleider und ein paar Worte ausreichen, um sich als Beamte auszugeben? Natürlich nicht. Nehmen wir als Beispiel dieses neue Bordell von Garde Mekka. Mal die Mahamatra von Fontaine. Verfluchte der Mahamatra, das Spiel ist aus. Beruhig dich, du Dummkopf, es gibt keine Mahamatra in Fontaine. Eine neue Stelle, die aus dem System von Sumero basiert. Ach, wir sind aufgeschmissen. Warum musstest du die Mahamatra erwähnen? Ja, ich habe schon gewusst, dass es Schwachsinn ist. Ja, bla bla bla. Verdammt, wir hätten sie wahrscheinlich überzeugen können. Und weggespült. Sind geflohen, seufzt. Dann müssen diese Typen immer erst verprügelt werden, bevor sie sich beruhigen. Nun geht's dir gut. Mir geht's gut, vielen Dank. Ich kann noch nicht gut mit diesen Leuten umgehen. Ihr seid recht stark. Hey, schließlich sind Sosaurus und Paimon professionelle Abenteuer, die gut trainiert sind. Diese Typen können aus Sicht mal das Wasser reichen, so viel steht fest. Nein, ich spreche nicht von seinen Kampffähigkeiten. Außerdem war es er, der gekämpft hat. Du hast dir das alles nur mit angesehen. Das liegt daran, dass Paimon der Reiseführer ist. Wir haben einfach unterschiedliche Aufgaben, stimmt's? Nun, wir haben schon viele Worte ausgetauscht, aber wie sollen wir dich nennen? Mamer. Mein Name ist Mamer. Ich war eigentlich dabei, hier zu zeichnen, aber... Also können wir auch Melusin malen? Ja, das kann ich mal. Jeden Tag ist einfach sehr schön, das zu malen, was dich glücklich macht. Wenn du jeden Tag malst, dann musst du doch eine Künstlerin sein. Verstehe, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, was du damit meinst, kann ich mich wohl als Künstlerin bezeichnen.
Ja, immer ist es so, als lass uns erstmal ein paar Pinsel aufräumen. Schließlich sind ihre Hände so klein, dass Paimon sich nicht vorstellen kann, wie sie ihre Pinsel hält. Aber du hast eindeutig kürzere Hände als ich. Trotzdem danke ich euch. Alles auf einmal aufzuräumen würde mich viel Zeit kosten. Du hilfst mal mehr auf dem Boden, verstreute Pinsel aufzusammeln. Perfekt, jetzt sieht alles viel besser aus, wie man es von allmächtigen Paimon erwartet. Obwohl ich die meiste Arbeit erledigt habe. Paimon, du hast kaum einen Finger krumm gemacht. Weil wir unsere Arbeit geteilt haben. Übrigens, was hat diese Leute eigentlich vor? Die Leute, sie wollten Mora gegen meine Gemälde tauschen. Oh, das wollten sie mit Mora, warte, sie waren doch hier, um Gemälde zu kaufen, nicht wahr? Oh, was wollen wir jetzt tun? Heißt das, wir haben aus gutem Willen schlussendlich ein Geschäft mit ihnen ruiniert? Geschäft? Das ist doch kein Geschäft. Wenn man etwas als Geschäft bezeichnen will, müssten beide seine Dinge tauschen, die der andere braucht. Ich brauche keine Mora, also war es auch kein Geschäft. Du brauchst keine Mora? Moment mal, bist du doch nicht etwa eine berühmte Künstlerin, oder? Berühmt? Heißt das, dass dich jeder kennt? Ich glaube, das bin ich dann wohl. So fand mich ein sogenannter Kunstsammler oder so und sagte, er wollte mir eine Menge Mora im Austausch für meine Gemälde geben. Ein selbsternannter Sammler kam zu dir und einen hohen Preis hat er auch noch geboten. Kein Wunder, dass du sagst, du bräuchtest keine Mora. Nur ihr Gemälde so teuer verkaufen könnte. Kannst du auch malen, Paimon? Paimon kann das nicht wirklich, aber wenn Paimon sich heute noch richtig anstrengt, er ist zu spät für dich, Paimon. Ach, Paimon weiß das doch, aber allein der Gedanke an die glänzenden Mora. Aber wer ist der Kunstsammler, von dem du gerade gesprochen hast? Er ist ein recht gut aussehender und sanfter Mann. Wenn er nicht plötzlich über Mora gesprochen hätte, hätte ich ihm wahrscheinlich das Gemälde geschenkt. Warum reden diese großen Menschen so gerne über Mora? Kunst ist unbezahlbar. Ich würde das nicht so sagen, aber für mich hat Mora einfach nichts mit Kunst zu tun. Aber Mamea, könntest du bitte Paimon ein Gemälde zeigen? Paimon ist wirklich sehr neugierig. Paimon interessiert sich wohl nur für den Wert des Gemäldes. Paimon denkt nämlich immer an solche Dinge. Wirklich, Paimon will nur die Kunst bewundern. Paimon hat keine weiteren Hintergedanken. In Ordnung, aber wenn du daran so interessiert bist, kann ich einfach ein Porträt von euch zwei malen. Du würdest das wirklich tun? Ihr habt mir geholfen, die lästigen Leute loszuwerden und die Pinsel aufzusammeln. Ehrlich gesagt habe ich mich an die ganze Zeit gefragt, wie ich euch danken soll. Ich weiß aber nicht, ob es seltsam ist, meine Dankbarkeit durch ein Gemälde auszudrücken. Nein, auf keinen Fall. Übrigens, mal mehr, könnten wir vor ein paar Vorschläge für das Gemälde machen? Ja, natürlich. Zuerst muss ich mich um mein Malwerkzeug kümmern. Der Farbeimer wurde von diesen Leuten umgeworfen, also kann ich hier nicht malen. Ich muss zuerst nach Hause gehen. Paimon, bitte warte im Dorf auf mich. Ich kümmere mich um die Sachen und hier komme ich danach. Im Dorf? Ah, das ist unsere Heimat, die wir Merusea nennen. Wenn ihr von hier aus in eine Richtung schwimmt, werdet ihr das Dorf finden. Alles klar, auf geht's. Meeresschaum und blutrote Färbung. Das habe ich schon fast Abschaum gelesen. Alles klar, machen wir jetzt nicht und tschüss. Haben wir jetzt die Dinger eigentlich alle gemacht? Ne, da ist noch eins. Ich muss immer warten, bis ich halt nicht mehr zocken kann. Ja, aber wenigstens haben sie jetzt schon mal einen Trailer. War es ein Trailer oder eine Ankündigung oder so? Dass es auf jeden Fall dieses Jahr noch kommt. Honkai Star Rail auf PlayStation 5. Ich bin überrascht, dass sie die PlayStation 4 auslassen. Ich meine, da gibt es immer noch massig Spieler. Oh, ist das ein Rochen? Was ist das da? Dünne von Temer Wasserklinge. Ah, cool. Der schaut mit den Dingern aus, wie wenn er heulen will. Erstmal das Ding aktivieren.
So, und jetzt hat dann in der. Die Riesenkrabbe ist einfach einfach. Man weiß, wie man sie legen muss. Ja, bin ich mal gespannt dann später. Hä? Aber es kommt jetzt auch eine Figur zur Fischl raus, ne? Habe ich heute einen Prototypen gesehen. Jetzt haben wir Mission abgeschlossen. Okay. Hä, wann hab ich denn das gemacht? Besiege zweimal Okeanosuke. Rissprimus. Okeanosuke zur Herausforderung. Da oben. Oder Okeanosuke? Ich denke mal wieder gefühlt 2 Jahre warten. Ein Jahr, glaube ich, dauert sowas meistens. Mehr Rochen. Hä? Ist er da auf dem Land? Oder? Ach so, das sind so Tröpfchen irgendwie in so Meere. Achso, da ist ja noch einer. Also Fontaine ist schon das ultimative Dendro-Land. Ich meine, du kannst überall das Wasser. Da musst du nicht mal irgendwas machen, damit du das Zeug aus. Warte mal, was war jetzt halt noch? Also dieses Explosionszeug da, diese Saat machen kannst. Oh, das ist ein Rissprimus, okay. Bestehe Coppelius Bestrafung, bestehe Coppelius Begräbnis. Aber machen wir mal eine ganz kurze Pause. So. Vergesst nicht zu viel trinken, weil da viel zu trinken bei der Wärme. Grundsätzlich, ich trinke schon immer, ich trinke das ganze Jahr mit meine 3 Liter am Tag mindestens. Take it easy. Die tanzen da die ganze Zeit oder was? Milardred. Damen und Herren, meine Herren, guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Ich bin Mylardet, ein Forscher am Forschungsinstitut Fontaine. Ich nehme an, ihr beide seid auch wegen der Icewind Suite hier.
Nach dem ursprünglichen Plan von Herrn Bosu sind Coppelius und Coppelia auf dem Tanz spezialisierte Uhrwerkmecher. Allerdings habe ich nach meiner Übernahme des Projekts auch wenig mein Verständnis von Pneumosia einbezogen. Deshalb, wie ihr ja sehen könnt, sind Coppelius und Coppelia nicht nur talentiert im Tanz, sondern auch im Kampf. Ich denke, es gibt noch viel Verbesserungspotenzial, um ihre Kampffertigkeiten weiter zu verbessern, benötige ich eine große Anzahl von Experimentaldaten. Entwicklungsphase habe ich aus Begeisterung etwas zu viel investiert. Aufgrund der Unterschiede zwischen Pneuma und Eusia habe ich zwei verschiedene Kampfmodi für Coppelia und Coppelia entwickelt. Coppelius und Coppelia. Coppelius Begräbnis und Coppelius Bestrafung. Mit anderen Worten, ich benötige also doppelt so viele Forschungsdaten. Vielleicht reibungslos verläuft, wird die Freude über den Erfolg auch doppelt so groß sein. Hängt nur von einem tapferen Kämpfern ab, die sich der Herausforderung stellen. Als nächstes bekommst du fantastische Darbietungen, die Uhrwerkmecher Coppelia und Coppelius, präsentiert von Mial Lardet. Vor der Herausforderung musst du mit Mial sprechen, bla bla bla. Uhrwerkmecher Coppelius ist Hauptfigur, der eigenes Energiesignatur Osia ist. Alter, nie fürs Coppelius Bestrafung. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ja, let's go. Ja, das ist ja sehr cool. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die gerade bekämpfen will. Ich meine, die tanzen doch nur. Also war jetzt nicht wirklich schwer, aber ich fand's elegant. Naja, dieses Uhrwerk-Ersatzteil, Coppelia. Mutige Herr Samlan, wann wartet, oder? Bis alles bereit ist. Hä, wie? Oh, jetzt muss ich weggehen, um das nochmal zu machen. Muss ich eigentlich beides machen? Schon, ne? Verdammt. Und da ist das Krabbchen. Besiege Kaiser von Feuer und Eis. Das schüttet einmal die Hörner geschmolzenen Feuers von Kaiser und Feuer und Eis. Wo ist Krabbi, der Krabbmann? Da ist der Krabbi. Nein, scheiße, da oben. Nilo mit 71 KPLP gesehen. Ja, der hat halt die perfekten Dinger wahrscheinlich. Ach, warte, das. Ich hab die ganze Zeit auf das Blaue geschaut, Alter. Ich muss doch nicht aufs Blaue schauen, Mann. Easy money. Flachkopf-Sturmvogel. Ne, nur LP-Artefakte, LP-Waffen und LP-Hype.
Ja, aber du brauchst ja trotzdem die Unterkategorien vor den Dingern mit LP, weil sonst kriegst du sowieso nicht zusammen. Nachtflügelgans. Schade, dass man die Pute nicht auch so fangen kann. Vielleicht kann man die in der Kanne dann so kaufen oder so. Was sind das für Steinchen? Warte mal. Oder ist der Krabi?